Julie C., eine Autorin, die unsere Gesellschaft haargenau beobachtet, veröffentlichte im Jahr 2009 den durchaus dystopischen Roman Corpus Delicti. Dieser basiert auf ihrem 2007 erfolgreich inszenierten Theaterstück zum Thema Mittelalter und handelt passenderweise von einer modernen Hexenjagd. Die Handlung spielt in einer städtischen, aber grünen Zukunft, in der die Gesundheit des Einzelnen zum höchsten Gut erhoben wird. Und um das zu garantieren, wurde ein totalitärer Überwachungsstaat geschaffen, der sämtliche Lebensbereiche überwacht, damit jegliches gesundheitsschädliche Handeln erfasst und ausgemerzt werden kann. Dieses auf Vernunft und Unfehlbarkeit ausgelegte System nennt sich die Methode. Mia Holl ist die Protagonistin des Romans, Wissenschaftlerin und neigt zu rational überlegtem Handeln, weshalb ihr Kritik an der Methode eigentlich eher fern liegt. Sie befindet sich zu Beginn der Handlung allerdings in einer emotionalen Extremsituation, da sie um ihren Bruder Moritz Holl trauert, der ihr äußerst nahe stand. Er war im Gegensatz zu Mia freiheitsliebend, emotional und eher kritisch gegenüber der Methode eingestellt. Auch ließ er sich häufig mit wechselnden Frauen ein. Bei einem dieser Treffen findet er seine Verabredung Sibylle vergewaltigt und ermordet vor. Obwohl ein DNA-Test zu beweisen scheint, dass er der Mörder ist, bestreitet er das bis zuletzt und begeht letztlich mit Mias Hilfe Selbstmord. Diese hält ihn auch jetzt noch für unschuldig. Moritz vermacht Mia zudem die ideale Geliebte. Eine Art Halluzination ist sie nur für Mia sichtbar. Er schenkt ihr die ideale Geliebte kurz vor seinem Selbstmord, womit sie zu einer Stellvertreterin seiner Ansichten wird und so etwas wie der irrationale Gegenpol zu Mia ist. Der große Antagonist des Romans ist der Journalist Heinrich Kramer. Gut aussehend und intelligent ist er einer der Vordenker der Methode und hat nicht zuletzt mit einem sehr wichtigen theoretischen Werk das System der Methode mitgestaltet. Zudem hatte er als Berichterstatter einen erheblichen Anteil an Moritz' Prozess. Dass es im Mittelalter einen Inquisitor gleichen Namens gab, der ein für die Hexenverfolgung wichtiges theoretisches Werk verfasste, sei hier als interessante Parallele noch erwähnt. Der juristische Staatsapparat wird verkörpert von Richterin Sophie, Staatsanwalt Bell und Strafverteidiger Rosentreter. Und mit einer juristischen Verhandlung setzt die Handlung dann auch ein. Richterin Sophie, Bell und Rosentreter verhandeln in Abwesenheit der Beschuldigten verschiedene sogenannte Gütefälle, zu denen auch Mia Holl gehört. Diese wird schließlich zu einem Klärungsgespräch eingeladen. Heinrich Kramer, der dieser Verhandlung als Besucher beiwohnt, nimmt dies zum Anlass, Mia Holl anschließend zu besuchen, um einen Interviewtermin zu vereinbaren. Mia erinnert sich in ihrer Wohnung gerade gemeinsam mit der idealen Geliebten an ihren toten Bruder Moritz, als Heinrich Kramer schließlich eintrifft. Dieser ist für beide kein gern gesehener Gast, da er aus ihrer Sicht große Schuld an Moritz' Schicksal trägt. Trotzdem führen Mia und Kramer miteinander ziemlich tiefgehende Gespräche, etwa über die Unfehlbarkeit der Methode, wobei Mia ihm ihren inneren Konflikt eingesteht. Entweder sie verurteilt das gesamte System, zu dem es für sie aber keine Alternative gibt, oder sie verrät die Liebe zu ihrem Bruder, an dessen Unschuld sie festglaubt. Bei Mias letztem Besuch im Gefängnis gibt sie Moritz die gewünschte Angelschnur und er schenkt ihr im Gegenzug seine ideale Geliebte. Mia wird ihn nicht mehr lebend wiedersehen. Da Mia dem zunächst anberaumten Klärungsgespräch fernbleibt, wird sie offiziell zu einer Anhörung vorgeladen. In deren Verlauf bietet Sophie, die in Mia keine Gefahr für das System sieht, dieser Hilfsmaßnahmen an. Mia lehnt allerdings ab und stellt klar, dass sie keine Antimethodistin sei, sondern einfach nur in Ruhe trauern wolle. Schließlich erhält sie dazu die Erlaubnis, unter der Auflage ihre Gesundheitspflichten von nun an nicht mehr zu vernachlässigen. Wieder zu Hause trauert Mia nun auch ganz in Ruhe, indem sie raucht. Das erinnert sie einerseits an ihren Bruder, bringt sie andererseits aber ganz schön in die Bredouille. Immerhin widerspricht das ein klitzekleines bisschen der Auflage, den Gesundheitspflichten nachzukommen und natürlich wird es auch bemerkt. Mia landet nur 2 Tage später erneut bei Sophie vor Gericht. Nun ist aus dem zunächst anberaumten Klärungsgespräch allerdings bereits ein Strafprozess geworden. Mia erhält 20 Tagessätze und einen Pflichtverteidiger. Dieser heißt Rosentreter und teilt ihr mit, dass erstens Moritz vom Methodenschutz beobachtet wurde und zweitens die beste Prozessstrategie darin bestehe, die 20 Tagessätze anzufechten und einen Härtefallantrag zu stellen. Mia hält das zwar für eine reichlich dämliche Prozessstrategie, stimmt aber letztlich zu, so wichtig erscheint ihr das alles eh nicht. Im Anschluss an den Strafprozess ist Mia sogar ernstlich bemüht, ihre Rückstände in puncto Sportpensum aufzuholen und optimistisch, dass nun alles wieder besser werde. Dabei gerät sie aber mit der idealen Geliebte in eine Diskussion, bricht letztlich das Sportprogramm ab, geht zur Couch und sieht fern. Moderator Würmer interviewt gerade seinen Gast Heinrich Kramer. Dieser analysiert ein methodenfeindliches Netzwerk, die sogenannte RAK, die Überzeugung vertritt, dass jeder ein Recht auf Krankheit habe. Ihr Ursprung liege darin begründet, analysiert Kramer, dass die mittlerweile lange Abwesenheit von Krankheit dazu führe, dass sich die Menschen nicht mehr vorstellen könnten, was Krankheit denn eigentlich sei. Als Beispiel dient ihm zufällig eine Person, die ziemliche Parallelen zu Mia Holl aufweist. Antimethodismus, so seine Quintessenz, sei somit ein reaktionärer kriegerischer Angriff auf die moderne Gesellschaft. Und darum werde man ihm ebenso mit Krieg begegnen.
Mia und Moritz haben einen geheimen Treffpunkt im Grünen am Fluss, den sie Kathedrale nennen. Einmal sitzen sie dort angelnd und unterhalten sich über Liebe und das Verhältnis von Leben und Tod. Im Gespräch wird auch klar, dass Moritz als Kind Leukämie hatte und durch eine Knochenmarktransplantation geheilt werden konnte. Im erneuten Strafprozess schwingt nun schon etwas mehr Härte mit. Sophie ist nun nicht mehr besonders freundlich. Im Gegenteil macht sie der Anfechtungsantrag von Mia und Rosentreter regelrecht wütend. Schließlich erhöht sie die Strafe auf 50 Tagessätze, den Härtefallantrag lehnt sie rundweg ab. Mia erhält hingegen 2 Jahre auf Bewährung und ihr Fall wird an den Methodenschutz weitergeleitet. Von den Ereignissen vor Gericht ist Mia völlig überfordert und wird von Rosentreter in ihre Wohnung zurückgebracht. Dort angekommen möchte sie aber wissen, warum Rosentreters Strategie sie ans Messer liefern sollte. Dieser scheine sie nämlich nicht zu verteidigen, sondern einen Feldzug zu führen. Und warum? Tja, weil er eine Frau liebt, die aus immunologischer Sicht nicht kompatibel mit ihm ist. Derartige Verbindungen sind von der Methode verboten und Rosentreter möchte die Methode deshalb in Frage stellen. Dabei geht es ihm also eigentlich nur um sich selbst und er nutzt Mia bloß als Stellvertreterin. Sehr mutig. Als er indessen in Aussicht stellt, auch Moritz' Fall noch einmal aufzurollen, um dessen Unschuld zu beweisen, ist Mia sofort zu allem bereit, da sie vollkommen von dessen Unschuld überzeugt ist. An genau dieser Stelle lässt Juli C. es an der Tür klingeln und Kramer tritt ein. Es entspinnt sich ein Gespräch über Moritz Holl und Mia erzählt, dass Moritz die Natur liebte und als Kind Schnecken als Haustiere hielt. Auch sei er als Kind an Leukämie erkrankt, aber durch eine Stammzellentherapie geheilt worden. Mias Verhältnis zu Kramer erscheint zwiespältig. So hat sie einerseits das Gefühl, aus demselben Holz wie er geschnitzt zu sein und ist ihm zugewandt, andererseits sieht sie in ihm nichts weniger als den Mörder ihres Bruders, weshalb sie ihn hasst. Und naja, zu allem Überfluss verfasst er auch noch einen Artikel, in welchem er Moritz Holl als großen Methodenfeind darstellt und Mia Holls zuvor in ihrer Wohnung getätigte Aussagen auch noch zitiert. Zudem behauptet er, eine terroristische Bedrohung stehe unmittelbar bevor. Mia sitzt erneut mit Moritz in der Kathedrale und sie unterhalten sich über Tod und Freiheit. Das Eintreffen von Polizisten, die Moritz wegen dringenden Tatverdachts auf Mord verhaften, unterbricht sie aber recht abrupt. Zurück in der Gegenwart sitzt Mia nun allein in der Kathedrale und denkt an ihren Bruder. Das Eintreffen von Polizisten, die sie wegen dringenden Verdachts auf Methodenfeindlichkeit verhaften, unterbricht sie dabei aber ebenfalls recht abrupt. Im nun folgenden Strafprozess wirft man Mia bereits die Führung einer methodenfeindlichen Vereinigung vor. Die Strafverhandlung findet zudem vor einer höheren Strafkammer, aber weiterhin unter Sophies Vorsitz statt. Mia verteidigt sich. Sie teile die Logik der Methode und sei keine Terroristin. Rosentreter bringt dann noch einmal Beweismaterial zu Moritz Holl ein. Moritz Holl sei, so Rosentreter, mit Hilfe einer Stammzellentherapie von Leukämie geheilt worden. Da man im Zuge dieser Behandlung aber die DNA des Spenders annehme, sei der Stammzellenspender ein gewisser Walter Hannemann der wahre Mörder und Moritz sei unschuldig. Die Methode habe einen Fehler gemacht. Diese Neuigkeit schlägt ein wie eine Bombe und Sophies Karriere als Richterin endet im selben Moment. Zurück in Mias Wohnung feiert Rosentreter seinen Triumph mit einem Glas Champagner und plant bereits das weitere Vorgehen für Mia. Keine Interviews, wenig Öffentlichkeit, möglichst zu Hause bleiben. Der Beweis von Moritz' Unschuld markiert allerdings einen Wendepunkt für Mia, die nun einen neuen Weg beschreitet. Sie hat nicht vor, sich an Rosentreters Plan zu halten und dem Entsetzen sowohl der idealen Geliebten als auch Rosentreter zum Trotze ruft sie Kramer an, um ein Interview zu geben und ihm ein Pamphlet zu diktieren. Mia nutzt Kramer also als Sprachrohr für ihre Botschaft und diese lautet unter anderem: Ich entziehe einer Zivilisation das Vertrauen, die den Geist an den Körper verraten hat. Nachdem Kramer gegangen ist, nimmt die ideale Geliebte Abschied von Mia, da ihr von Moritz erteilter Auftrag nun erledigt sei. Mia schläft ein. Geweckt wird sie schließlich von eindringenden Methodenschützern, die sie verhaften und ins Gefängnis bringen. Dort unterrichtet sie Rosentreter von den Folgen ihrer Proklamation. Zehntausende demonstrieren für ihre Freilassung, die RAK sendet Botschaften, die Nachrichten, allen voran Moderator Würmer, fordern Grundsatzdiskussionen und Veränderungen, was Würmer jedoch gar nicht gut bekommen wird. Es gibt natürlich auch Gegenreaktionen der Methode, etwa eine Fernsehansprache Kramers. Äußerst eloquent legt er dar, dass die größte Gefahr heute in gefährlichen Gedanken bestehe. Diese würden aber von der Methode zielsicher und vollständig vernichtet. Gemeint ist Mia Holl. Heinrich Kramer besucht Mia und bittet diese darum, ein von ihm ausgedachtes Geständnis zu unterzeichnen. Demnach hätten Mia und Moritz als Teil der Widerstandszelle Die Schnecken das gesamte Vorgehen geplant, um einen Justizirrtum zu initiieren. Mittelsmann dieser Zelle sei ein gewisser Niemand, hinter dem sich zufälligerweise Kramers Konkurrent Würmer verbirgt. Wie trefflich. Mia unterschreibt nicht. Im nun folgenden erneuten Prozess vor einer noch höheren Strafkammer mit neuem Richter findet eine Gegenüberstellung mit Würmer statt, dessen vermutlich erzwungene Aussage Kramers frei erfundenen Plan stützt. Zunächst ignoriert er Mia, die ihn schließlich anruft, woraufhin er kurz zu ihr schaut, dann aber abgeführt wird. Rosentreter bringt Mia schlechte Neuigkeiten.
Das Gericht hat ihre Klage und ihren Härtefallantrag abgelehnt. Ferner legt man ihr nun die Planung eines Giftanschlags zur Last, wozu man sogar Beweise fälscht. Zum Abschied gibt er ihr eine Nadel, um die sie gebeten hat. Kramer besucht Mia und möchte erneut ein Geständnis von ihr, was sie ihm erneut verweigert. Letztlich eröffnet er ihr, dass die Methode bereit sei, auf Methoden des Mittelalters zurückzugreifen, um ein Geständnis zu erhalten, was Strom beinhalte, der in ihren Körper geleitet werde. In ihrem Entsetzen darüber erkennt Mia darin eine typisch menschliche Eigenschaft. Mia wird gefoltert. Anschließend besucht Kramer Mia noch einmal. Nach der heftigen Folter ist sie aber in denkbar schlechtem Zustand und muss sich von Kramer die Nadel aus dem Versteck holen lassen. Allerdings nutzt sie diese nicht, wie ursprünglich geplant, um Kramer zu ermorden, sondern um sich ihren Überwachungschip aus dem Arm zu schneiden, den sie Kramer schenkt. Dabei unterhalten sie sich über Fanatismus. Während des letzten Prozesses wird Mia schließlich zum Einfrieren auf unbestimmte Zeit verurteilt. Sie bestimmt Kramer als Begleitperson während dieser hinrichtungsähnlichen Strafe. In letzter Sekunde wird Mia dann aber vom Präsidenten des Methodenrats begnadigt. Kramer, in Gelächter ausbrechend, erklärt Mia, dass die Methode nicht vorhabe, sie zur Märtyrerin zu machen. Sie sei nun frei und werde resozialisiert, um wieder einen Weg in die Gesellschaft zu finden. Mia bleibt allein zurück und der Roman bleibt irgendwie mehrdeutig, wenn er konstatiert, erst jetzt ist wirklich alles zu Ende.